Also, dass die Folge mindestens 2 Folgen lang dauern wird, das habt ihr bereits gemerkt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es, so wie ich damals angekündigt, wirklich eine dreiteilige Folge wird. Ich denke fast, dass es eine dreiteilige Folge wird, da ich noch so viele Ideen habe und ich möchte diesen Schlosspark und das ganze Schloss eigentlich abschließen.
Wo ist der kleine Push jetzt hin verschwunden? Warum ich diesen Weg jetzt auch breiter mache, ist einfach, damit es optisch etwas besser aussieht. Dieser breite Weg gefällt mir viel besser als dieser schmale. Da sehe ich, gehen die Leute auch durch. Ja, ruhig einen schmalen Weg lassen. So. Okay. Also die Calls, die jetzt hier entstanden, die ich vorhin hierher gezaubert habe, sozusagen, die müssen jetzt natürlich weg.
möchte ich jetzt etwas ausprobieren. Bisschen enger zusammen. Ja, Leute, ich hatte euch gesagt, das ist ein Großprojekt und genau das, wie ich es euch versprochen habe, bekommt ihr auch jetzt eine lange Folge, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, wir nähern uns bereits dem dritten Teil, wenn wir es nicht sogar schon erreicht haben. Ja, wir sind auf einem guten Weg Richtung Teil 3.
So. Was hatte ich hier vor oder was habe ich hier vor? Möchte hier ein paar so Apfelbäume setzen, so quasi. Sorry Leute, so quasi der private Apfelgarten der Prinzessin, weil die halt so gerne Äpfel hat. Kann sich ja jeder selbst eine kleine Geschichte dazu ausdenken.
Das ist halt zeitweise dann muss man genau, also ist es für mich halt sehr schwer zu sagen, ist es jetzt genug oder ist es nicht genug. Man kann übertreiben, ich möchte es aber auch nicht, also es soll auch nicht zu viele kahle Stellen geben. Auch die Prinzessin mag Birken. Und deswegen müssen Birken gepflanzt werden. Okay. Man hört Bohren und Hämmern. Ich hoffe, es ist nicht auf der Aufnahme. Ist mir wieder was eingefallen.
Zwar wurde früher ein künstlich angelegter Nadelwald geschaffen, damit die Herrschaften, die in diesem Schloss gewohnt haben, da hinten ein bisschen jagen konnten. Natürlich, bevor dieses ganze Gebiet hier entstanden ist. Das kommt ja sowieso weg, somit kann man hier noch ein bisschen die Geschichte umdrehen. Ja, da ist mir wieder was eingefallen. Ich werde das jetzt mal vorbereiten, aber diesen Teil hier, der gehört ja jetzt nicht quasi nicht mehr zum Schloss, sondern das war der früher künstlich angelegte Jagdgrund. Den werden wir in einer der anderen Folgen dann weiter bearbeiten. Ich möchte das jetzt mal nur vorbereiten, dass ich es nicht vergesse. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es fertig ist, wird es euch sicher gefallen. Ich denke. Mehr möchte ich im Moment noch nicht verraten. Schon langsam muss ich vorsichtig sein, dass das Ganze nicht wieder überladen wirkt. So, Leute, ich muss schon wieder husten. Kurzen Moment. Ich freue mich schon, wenn das wieder vorbei ist.
Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber es sieht sogar hier ein wenig besser aus mit dem Abschluss der Bäume. So. So. Scheinbar kommt. Na doch. Es ist nur gerade keine Polizei in der Nähe. Werde ich das hier auch noch schnell machen? Etwas versetzt. Ja. Ja. Gefällt mir eigentlich sehr gut. So, das war's für diese drei Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich so wie immer natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. Servus!